Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Wenn dir danach ist. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kuhne blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich rannte wie der Teufel, weil mein Leben davon abhing. Aber mein Schutzengel wachte über mich und ich schaffte es bis zur Mühle.
Gut, dass es dir gelang. Der Herr sei gepriesen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislawitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin.
Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling.